Ja, Leute, ich bin's wieder, Dragon Name Thomas Jones, und heute gibt es Schätze, die entweder leicht zu finden sind oder nie wieder gefunden werden. Im Mine kann man sie noch ansehen, aber ob man sie findet oder nie gefunden werden, kann man nicht sagen. Also los geht's. Nummer 1, das legendäre Bernsteinzimmer. Bei einem Besuch des nachgebildeten Bernsteinzimmers im Katharinenpalast St. Petersburg war schnell klar, warum Schatzsucher weltweit nach dem Original suchen. 1716, also 1716, schenkte der preußische König Friedrich Wilhelm das Zimmer dem Zaren Peter dem Großen. Rund 2 Jahrhunderte verblieben es ihm, Katharinenpalast, bis die deutsche Wehrmacht des 19. 41 fand. Innerhalb von nur 36 Stunden demontierten sie das Zimmer und verpackten es in 28 Kisten. Anschließend wurde es nach Königsberg transportiert und dort ausgestellt. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs fällt man von dem Bernsteinzimmer jede Spur auf. Über seinen Verbleib gibt es etliche Spekulationen und Behauptungen. Zahlreiche Forscher machten sich bisher erfolglos auf die Suche. Immerhin kann seit 2003 die Rekonstruktion des Zimmers im Katharinenpalast bewundert werden. Nummer 2, kein Schatz im Stolpsee. Im Jahr 1945 ließ der Reichsmarschall Hermann Göring angeblich 350 Kilogramm Gold und 100 Kilogramm Platin im Stolpsee in Neubrandenburg versenken. Er wollte die geraubten Reichtümer so vor den Ansturm Sowjets verstecken. Insgesamt 18 Kisten sollen von KZ-Häftlingen im See versenkt worden sein. Anschließend wurden sie erschossen. Bereits zu DDR-Zeiten wurde versucht, den Schatz zu heben. So gab der Stasi-Chef Erich Milke 1981 in Auftrag, auf dem Schatz im See zu suchen, ohne Erfolg. Und auch eine 2013 durchgeführte Suchaktion brachte kein Gramm der Edelmetalle zum Vorschein. Einer weiteren Theorie nach wurde aber gar kein Gold versenkt. Stattdessen wollten die Nazis Dokumente aus dem KZ Ravensbrück verschwinden lassen. Aufgetaucht sind diese allerdings bisher ebenfalls nicht. Nummer 3, ein weiterer See ohne Schatz. Eine ganz ähnliche Legende rankt sich um den Poplitzsee in der Steiermark, wo von den Nazis eine geheime Marineversuchsstation betrieben wurde. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs flohen einige ranghohe Mitglieder des Nazi-Regimes in die Alpenregion, dort sich und ihr Vermögen zu verstecken.
Ernst Kaltenbrunner, Leiter des Reichssicherheitsparlaments, war einer von ihnen. Nach seiner Verhaftung wurden rund 60 Kilogramm Gold in seinem Haus gefunden. So kamen zum Ende des Zweiten Weltkriegs vermehrt Gerüchte auf, dass in dem See einige Nazi-Reichtümer versenkt worden seien. Bei Suchaktionen zwischen 1959 und 1963 wurden tatsächlich einige Fundstücke aus dem See gefischt, Kisten mit Waffen und Munition sowie gefälschte britische Funde, mit denen die britische Wirtschaft geschwächt werden sollte. Im Jahr 2000 wurde eine weitere Kiste geborgen. In ihr befanden sich Kronkorken, die in den 1980er Jahren von 5 Stammtischbrüdern versenkt worden waren. Nummer 4, Streit um ein 17 Milliarden Dollar Schatz. Am 8. Juni 17.8. kreuzte der spanische Freimaster San Jose an der Nordküste Kolumbiens auf und wurde dort vom englischen Admiral Charles Vargas überrascht, der die Spanier mit 4 mächtigen Seeschiffen erwartete. Im Auftrag ihrer Majestät, der Queen, sollte er die iberischen Galeonen aufbringen, die teure Fracht umladen und dann den Dreimaster versenken. Das ging allerdings mächtig schief, denn eine Kanone landete in Pulverfässern der San Jose, das Schiff explodierte und sank 10 Minuten in die Tiefe. Mit ihm gingen rund 578 Seeleute, dann 44 Tonnen Silber und Goldmünzen und 200 Smaragde unter. Rund 300 Jahre später, Ende 2015, ist ja nicht so lange her, also 2015, wollten kolumbianische Archäologen die Überreste des Schiffs gefunden haben. 17 Milliarden Dollar dürften die Münzen und Edelsteine schätzungsweise wert sein. Gefunden oder gar gehoben wurden davon bisher noch nichts. Dennoch streiten die kolumbianische und die spanische Regierung schon darum, wem der wertvolle Schatz gehört. Bisher wird jedenfalls versucht, sich diplomatisch zu einigen. Nummer 5, Zarengold. Seen scheinen beliebte Verstecke für Schätze zu sein, oder zumindest wird vermutet, dass sie es sind. Das gilt auch für den Baikalsee in Sibirien, der im Winter mit einer meterdicken Eisschicht bedeckt ist und dann als Verkehrsweg genutzt wird. Schlechte Voraussetzung für die Schatzsucher, die in dem See rund 80 Tonnen Gold vermuten. Vor rund 90 Jahren soll das Gold in den Kriegswirren dorthin gelangt sein. Als sich die Rotgardisten und die antikommunistischen Weisen bekämpften, letzteren sollen mehr als 5000 Kisten und 1700 Säcke voll mit Gold aus dem Zarenbesitz in 40 Waggons verstaut
haben, um die teure Fracht über den See zu transportieren. Die Waggons brauchen ein und versanken mit dem Gold in der Tiefe. Bei einer Suchaktion wurden sogar Reste eines Eisenbahnwaggons gefunden. Vom Zarengold war allerdings nichts zu sehen. Nummer 6, die Schatzinsel. Mit dem Pazifischen Ozean liegt ein idealistisches, bewohntes Eiland, das von einem dichten Urwald besiedelt ist. Die Kokosinsel, einer von drei Schätzen, die dort vermutet werden, ist der Kirchenschatz von Lima. Anfang des 19. Jahrhunderts kam es zu Kämpfen und Aufstehen den spanischen Kolonien in Mittel- und Südamerika. Reiche Familien sowie westliche und kirchliche Würdenträger versuchten daher, ihre Besitztümer vor den Aufständischen zu retten. Angeblich vertrauten sie ihre Kisten mit Gold, Silber, Juwelen und einer mit Edelsteinen besetzten Madonna aus purem Gold. Aus der Kathedrale von Lima, dem schottischen Kapitän William Thompson, an. Der hatte aber gar nicht die Absicht, die Bistümer in Sicherheit zu bringen. Stattdessen entledigte er sich seiner Bewacher, lief die Kokosinsel an und versteckte dort den Schatz. Allerdings ernährte die Spanier kurz darauf das Schiff und töteten die Besatzung. Den Kapitän und seinen ersten Offizier brachten sie zur Insel zurück, um dort den Schatz zu bergen. Die beiden konnten entkommen, doch gelang es ihnen nie, den Schatz wieder zu bergen. Auch Schatzsucher fanden nie etwas auf der Insel, inzwischen ein Naturschutzgebiet ist und nicht mehr durchsucht werden darf. Nummer 7, vergraben im Grunewald. Als Gentleman, Ganon und Meisterdiebe wurden die beiden Brüder Franz und Erich Saas in den 20er Jahren berühmt. Ihr wohl größter Kopf war der Einbruch in die Diskontogesellschaft am Berliner Wittenberger Platz, bei dem sie Geldschmuck und Goldbahn im Wert von geschätzt 2 Millionen Reichsmark erbeutet haben sollen. Vom Keller des Nachbarhauses bauten sie einen Tunnel, der direkt in den Tresorraum führte, wo sie sich reichlich bedienten. 179 oder 181 Schließfächer hatten sie aufgebrochen. Gelehrte beweisen können in die Berliner Polizei nie etwas während der Machtergreifung Hitlers, flohen die beiden nach Dänemark. Die Beute ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Angeblich sah einer der Brüder verdreckt und mit einer Schaufel aus dem Grünwald gekommen sein. Soll ein Augenzeuge berichtet haben, gefunden wurde dort allerdings nie etwas. Nummer 8, der verschollene Staatsschatz der Buren. Die Buren, Einwanderer aus den Niederlanden,
gegründeten Ende des 19. Jahrhunderts im von Großbritannien dominierten Südafrika die Republik Transvaal. Aufgrund der Bodenschätze, die sich auf ihrem Land befanden, sollten die burischen Farmer umgesiedelt werden. Doch diese widersetzen sich den Briten. Allerdings hatten sie gegen die britische Macht keine Chance und so war die Niederlage 1902 besiegelt. Den Staatsschatz sollte die Briten aber nicht in die Hände bekommen. Ein Teil wurde daher auf Schiffe verladen, die allerdings alle versanken. Den anderen Teil nahm der Bourne Regent Om Krüger auf seiner Flucht mit. Angeblich soll der Schatz erst auf Ochsenkarren ins Hinterland und später auf einem Sonderzug verladen worden sein. Dann aber verliert sich jede Spur des auf eine halbe Milliarde Euro geschätzten Schatzes. Vermutlich wurde er auf der Eisenbahnstrecke in mehreren Etappen versteckt. Bis heute gilt das Gold der Buren als verschollen. Nummer 9, Schatz der Tempelritter. Sieben plante der hochverschuldete König Philipp IV die Vernichtung des Templerordens, um sich an dessen riesigen Vermögen zu bereichern. Neben Ländereien zählten zu diesem Vermögen Goldmünzen, Gold, verziertes Mobiliar und Pfandbriefe. Im Zuge einer Verhaftungswelle wurden rund 550 der geschätzten 2000 Tempel in ganz Frankreich gefasst. Doch von dem Vermögen wurde dabei nur ein geringer Teil gefunden. Angeblich wurden die Schätze am Abend der Verhaftungswelle abtransportiert und auf 18 Schiffe mit unbekanntem Ziel verladen. Seitdem wurden zahlreiche Theorien aufgestellt, wo sich der Schatz befinden könnte. Eine geht davon aus, dass sich der Templer-Schatz auf Oak Island vor der nordamerikanischen Küste befindet. Eine andere Theorie vermuten dem kleinen französischen Ort René-Lé Chaute, der immer wieder mit dem Templerorden in Verbindung gebracht wird. Bisher ist völlig offen, wie viele aus den Schatzkammern in Sicherheit gebracht werden konnte und wo sie sich dieser Schatz befinden könnte. Nummer 10, der sagenumwobene Nibelungenschatz. Um kaum einen Schatz ranken sich mehr Sagenlegenden als um den sogenannten Nibelungenhort. 144 Karren voll Gold und Edelsteine soll Hagen von Tronje, der Vasall des Burgung der Königskuntern, eine bekannte Stelle am Rhein gebracht und dort versenkt haben. Dabei handelt es sich der Sage nach um den Schatz des Königs Nibelung. An den Hagen durch den Mord an Siegfried gelangte, zumindest erzählte es so, dass
Nibelungenlied, das erste deutsche Heldenpose, das im 13. Jahrhundert vor einem unbekannten Autor niedergeschrieben wurde. Trotz seiner sagenhaften und fantastischen Elemente hat es einen wahren Kern, nämlich den Untergang des Führungsgeschlechts Anfang der 5. Jahrhunderts gemacht. Gibt es also auch den Nibelungsschatz tatsächlich? Vermutet wird der Schatz jedenfalls in der Nähe von Worms. Denn hier war der ehemalige Sitz der Burgunder im Rhein, kann er sich aber nicht mehr befinden. Denn der Flusslauf hat sich über die Jahrhunderte verändert. Seit jeher ist die Faszination um den Schatz ungebrochen. Okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch das Video gefallen. Ja, gebt einen Fan Daumen nach oben. Bitte abonniert meinen Kanal, like das Video. Ich bin Dragonlance Thomas Jones und ich werde jetzt diese Schätze suchen. Diese 10 Schätze nie gefunden werden und durch meine eigene Hilfe werde ich diese Schätze finden. Der reichste Mensch der Welt sein. Tschüss.